Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ja, wir haben heute den 2.3. und ich komme das erste Mal hier tatsächlich auf meinem Thorsten-Account rein ins Spiel, beziehungsweise stimmt das? Nee, ich habe, glaube ich, gestern schon einmal, ich glaube, ich habe gestern schon einmal gewechselt, aber ja, die neuen Saisonherausforderungen sind da und ich will nicht wieder den Fehler machen, den ich eigentlich immer mache. Ich mache den Fehler jeden Monat aufs Neue, immer, wenn es zum Ersten geht, aber erstmal, wie findet ihr den Schurkenkönig? Ich finde ihn, ja, irgendwie, ich weiß nicht, er sieht lächerlich aus. Ich finde, er sieht lächerlich aus mit so einem Kürbishelm, so will ich das, so sieht er aus, und dieser ganz kleinen Krone da, also irgendwie, ja, das passt nicht. Ich finde ihn tatsächlich nicht gut, aber wir holen uns trotzdem den Pass, Leute, gar keine Frage. Und jeden Monat mache ich wirklich den gleichen Fehler. Nicht, dass ich jetzt hier meine Sachen nicht abhole oder sowas. Das funktioniert ja tatsächlich noch. Aber das, was mir immer wieder passiert, ist, dass ich sofort hingehe und fange hier an zu spenden. Ja? Ich fange sofort an zu spenden, nämlich mit einer schnellen Spende. Und dann erstmal schöne Kaserne weghauen. Ne? Schön 30 Gems rausballern, ihr wisst. Dann fängt mein Herz richtig an zu bluten und jeden Monat passiert mir das aufs Neue. Diesen Monat nicht. Diesen Monat mal nicht. Wir gehen also mal rein. Wo ist der Pass? Oh, wo ist der Shop? Oh, es gibt schöne, schöne Pakete. Besser nicht draufklicken, Leute. Sieht alles gut aus, aber lohnt es sich auch wirklich nach Prüfen? Oh, das Buch der Helden hier für 2,99 und der Trank. Das könnte ich mir mal beim Avatar gönnen, denn dort muss ich ja noch ein bisschen Helden machen und mit 2,29, glaube ich, ist das in Ordnung. Heldenbuch kostet eigentlich 500 beim Händler. 500 Gems, wir vergleichen ja immer Kosten hier. 5,49, also würde ich sagen, ist dieses Angebot, wo ist es da? Ist dieses Angebot hier hinten, glaube ich, in Ordnung? Das kann man machen für 2,29, aber das möchte ich mit diesem Account hier nicht machen. Mit diesem Account hier möchte ich mir den Pass kaufen. Jo, Goldpass holen. Goldpass holen. Mache ich mal eben. Ich mache das mal eben. Goldpass holen. Das sieht gut aus. Pass nicht mehr verfügbar in 28 Tagen 18. Ist klar, dann gibt es den neuen Pass. Immer das gleiche hier. Hier fehlt mir auch so ein bisschen Dynamik. Hier fehlt mir ein bisschen Dynamik im Spiel. Was ich damit meine, werdet ihr gleich sehen. Aber ich würde erstmal sagen, wir hauen erstmal in den Sack und kaufen den Pass. Tata. Fertig. So, wo ist er? Da, da ist er fertig. Dein Koffer erfolgreich. Hurra, wir haben den Goldpass erhalten. Und jetzt können wir natürlich immer noch nicht spenden. Ja, ich meine, als erstes gibt es hier ja immer die Ein-Game-Spende. Auch das habe ich schon mal vergessen. Da habe ich mir den Pass gekauft und habe trotzdem gespendet. Ja, aber das darf mir nicht noch mal passieren. Und wir können aber hier schauen. Herausforderung, ne, hier gehen wir mal rein. Was es denn eigentlich in der Belohnungsliste gibt. Die Vorteile sind klar. Das Einzige, also eigentlich die erste Reihe hier, die Vorteile, das ist ja das, was die Max-Spieler eigentlich nur interessiert. Alles andere nicht unbedingt, vielleicht noch das Dunkle, ja, und vielleicht noch die Tränke, wenn man sie noch nicht hat. Es gibt eine dunkle Rune dieses Mal, die gab es jetzt länger nicht. Ach nee, stimmt gar nicht, die gab es länger nicht. Oh, Quatsch. Es gibt zwei Heldenbücher, okay. Es gibt einen Supertruppentrank, perfekt. Es gibt eine Schippe, das ist super. Also die 50 Gems für die Schippe sind super. Und des Weiteren gibt es hier irgendwie, ja, irgendwie gibt es hier nichts. Und hier diese Dynamik, die mir hier in diesem Spiel auch so ein bisschen fehlt. Ich meine, es gibt immer schöne Events. Natürlich, das Eclipse-Turnier hier ist ja sehr, sehr umfangreich. Aber ich werde daran teilnehmen, auch als, also als Streamer dieses Mal. Und es ist aber, ja, 33 Seiten Dokument zu lesen, Leute. Das fand ich schon sehr sportlich. Ich bin auf Seite 2 angelangt. Also ich muss noch ein bisschen lernen, bevor das Turnier losgeht. Aber die Ereignisse hier, die finde ich doch sehr, sehr steif. Das, was mir eigentlich fehlt, ich meine, sie sind in Ordnung. Ihr seht, ich habe noch nichts gemacht hier. Sie sind in Ordnung. Vor allen Dingen hier mit dem Supertrank kostet, ich vergleiche das mal gerne mit dem Händler, kostet 300 beim Händler. Und
ist natürlich dann hier, er spielt, man muss nur einen Superbarbaren setzen und die Barbaren oder überhaupt die Supertruppen sind ja noch einen Tag 18 Stunden günstiger. Und das ist in Ordnung und das da unten ist eigentlich auch in Ordnung. 3 Elektrodrachen, gibt 2 Trainingstränke dafür und 15 Gems. Das sind eigentlich mal die Spiele, die ich mache, aber hier mit dem Supertruppentrank ist auch nicht schlecht. Letztendlich bringt er nur 10, wenn ihr einen verkauft. Also ich habe mit Thorsten hier 5 Stück hier schon drin. Und nicht da, sondern auch nicht da. Ach doch, das können wir mal eben machen. Sondern hier ist das. In dem Rathaus. Und da habe ich 5 von 5. Und wenn man jetzt einen verkauft, dann kriegst du 10 Gems. Ne? Naja, okay. Egal, also wenn man das Spiel jetzt macht und man hat sowieso alles voll, dann kriegt man immerhin 10 Gems. Besser als nix. Okay, womit fangen wir denn jetzt eigentlich an? Lass mal gerade gucken, was wir hier so auf dem Feld haben. Wir haben ein paar Hawks, wir haben ein paar Miner. Das heißt, wir haben Hybrid hier und haben das da noch nicht. Aber wir können, glaube ich, schon mal hier spenden und auch... da haben wir ja doch schon ein bisschen was. Ich baue mal eben um, Leute. Ich baue mal eben so ein bisschen um, dass wir schon mal einmal einen davon spenden könnten. Dann haben wir nämlich schon mal 18 und ich kann auch, ich habe ja sogar hier ein Maschinchen. Ich habe sogar ein Maschinchen. Perfekt. So, der baut danach. Dann baue ich hier noch einen davon. Dann kommt der nochmal nach. Ein Zauber nachbauen. Ja, das ist, jeder hat so ein bisschen seine, jeder ist ein bisschen komisch. Also was so Baureihenfolge angeht und wie mache ich was. Das stört mich jetzt eigentlich schon wieder, dass ich 2 Zeppeline habe. Aber ist nicht so schlimm. Hier habe ich keins dabei. Ich brauche aber eigentlich für die Armee hier, da brauche ich auch keins. Das können wir so lassen. Und jetzt habe ich aber immerhin schon mal das erste Spielchen hier durch. Das reicht aber noch nicht. Wir brauchen immer 40 meistens für die 1 Gems Spende. Also gehen wir kurz mal ins Nachtdorf, machen da einmal den Tagesangriff mit einem Stern hoffentlich. Ja, so wie das aussieht, hat er ja schon mal ein paar Prozente hier außen. Und ich weiß, Leute, das ist ganz gruselig bei mir jetzt. Die letzte Folge endete mit, glaube ich, mit Nachtdorf und die neue Folge fängt mit Nachtdorf an. Das ist auch gruselig. Entschuldigt bitte. Das ist nicht meine Absicht, Leute. Aber ja, jeden Monat der gleiche Fehler. So heißt das Volkchen, ja. Und ja, ich will nicht jeden Monat den gleichen Fehler machen. Also beginnen wir doch mal die neue Saison hier richtig und ordentlich. Ich werde nachher auch in den anderen Account springen. Ich habe übrigens tatsächlich mit allen Accounts, noch mir meine ganzen Rewards abgeholt. Aus den Pässen und auch noch, aber noch nicht aus den Clan-Spielen. Da hat man ja noch 1-2 Tage Zeit. Die habe ich ja auch mit Masse denn doch noch so mit so ein paar Punkte hier und da reingespielt. Oh, das könnte noch was werden hier. Das könnte noch was werden, je nachdem wie meine Kampfmaschine da jetzt geht. Erstmal auf den Rooster hier. Okay, das kriegen wir hin. Wo geht es jetzt als erstes hin? Nach da und dann bitte auf die... Warum denn nicht die Tesla? Die schießen doch auf dich und nicht die Tonne. Mann. Oh, ich habe noch ein paar kleine Helfer. Kann ich noch mal? Jawohl. Ich kann noch mal ziehen. So, jetzt nur noch der Bogenschützenturm. Ja, ist, im Nachtdorf ist immer Spannung bis zur letzten Sekunde, aber die... Oh, da geht's ja kaputt, okay. Und die Kleinen sind jetzt auch kaputt gleich. Die sind ja gewone-hitted hier vom Bogenschützenturm. Und damit sind es aber beachtliche 94% gewesen. Gewonnen haben wir noch nicht. Mal gucken, wenn er uns hier auf 100 schlägt. Das wird aber nicht so sein, okay. Das wird er nicht schaffen, denke ich mal. Auch nicht mehr mit dem einen Päcker. Da wären es keine 94% mehr. Und dann haben wir das in jedem Fall gewonnen, beziehungsweise, oh, 7 Stück da drin. Das ist auch viel. Uhrenturm läuft nicht. Hier läuft nichts mehr bei mir. Leute, hier läuft nichts mehr bei mir. Clash of Clans ist im Moment stiefmütterlich von mir behandelt. Aber sowas von, meine Herren, das geht ja gar nicht. Geht gar nicht mehr. Und jetzt haben wir aber hier unsere 1 Gem Spende. Perfekt. Belohnung. Jawohl, die fordern wir jetzt auch an. Und jetzt können wir hier wieder spenden wie die Irren. Aber wir müssen es gar nicht machen. Ja, super. Okay, müssen wir gar nicht machen. Dann können wir hier wieder die Hocks nachbauen.
haben die wieder vorne und haben das hier auch voll. Das heißt, wir können gleich in die Suche gehen. Ich muss nochmal eben ans Telefon gehen. Okay, Telefonterror beendet. Und dann können wir hier endlich in die Suche reingehen. Perfekt. Ja, ich habe, wie gesagt, ihr habt es ja mitbekommen, so ein bisschen. Im Moment tue ich mich wirklich, wirklich schwer, hier die Motivation für Clash of Clans zu finden. Mal mehr, mal weniger. Und vor allen Dingen kommt das jetzt in der Liga-Woche. Wir haben ja auch noch Liga-Start gehabt. Und es ist eigentlich egal, was ich hier angreife, oder? Es ist eigentlich egal, was ich hier angreife, da wir sowieso nur das Dunkle ja im Moment schöpfen können. Ich muss gleich mal alle meine Schilder und Schutze wieder rausnehmen, dass die Lager ein bisschen leerer werden, sonst hast du ja auch nichts davon. Und das geht ja schon monatelang so, dass hier wirklich nichts mehr, ja, es kommt nichts mehr, was einen so hart motiviert. Ich meine, klar, jetzt die Liga, wir spielen hier beim Clan Spätzle 2, Champ 2 und haben natürlich immer die Hoffnung, dass wir mal wieder aufsteigen. Ah, ich will aber doch irgendwie einen 13er machen. Ne? Ja, ich will doch irgendwie einen 13er machen. Okay, oh, der will bestimmt auch ressourcenlos werden. Der hat das gleiche Problem wie ich. Okay, der will auch bestimmt ressourcenlos werden und wir nehmen das Teil aber mit. Nehmen aber trotzdem Wardenwalk vorweg, würde ich sagen. Und setzen den mal dort an. Und nehmen ihn hier. So soll es sein. Ja, natürlich könnte ich mich jetzt hinstellen und könnte jetzt auch mal einen ordentlichen, wie heißt es, irgendwas mit Luft üben, also ein Lalo oder sowas. Wollte ich eigentlich auch machen. Auf einer anderen Rathausstufe habe ich das auch gemacht, Leute. Da habe ich das auch tatsächlich gemacht. So, den setzen wir mal hier an. Und hier nehmen wir auch mal unseren Fassroller. Dann geht der King in jedem Fall dorthin. Dann nehmen wir nochmal zwei Coconuts-Loons und jetzt unsere Meute dahinter. Sehr schön. Queen mit rein. Sprungzauber. Oh, der Sprung war doof. Oh, der Sprung war doof. Heieiei, der Sprung war doof, muss ich sagen. Aber wir haben hier so ein paar in der Unsichtbarkeit. Wo ist unser Warden denn eigentlich? Hier nehmen wir den hier mal rein. Und die machen wir nochmal unsichtbar dort. So, dann können die sich nochmal rankämpfen. Und jetzt muss ich hier allerdings friesen. Oh, den habe ich nicht ganz mitgefriest bekommen. Aber ich glaube, die Yetis waren noch in der Aura dort. Ne? Kann das sein, dass die Yetis noch gut in der Aura waren? Noch ein Zauber. So, wo sind am meisten? Hier hinten sind auch noch ein paar. Perfekt. Und dann sah das gar nicht mal so schlecht aus. Ich hätte auch mal ein Gift nehmen können. Ah, hier hinten brauche ich den Gift vielleicht noch für die gegnerische Gladiatoren. Jawohl. Dann können wir hier nochmal den Loon mit rauslassen und hier außen die Magier mitrennen lassen. Zwei Stück von denen noch, okay. Und die beiden jetzt gesetzt, weil jetzt die Statue schießt. Ja, dann haben wir den ganz gut gemacht, oder? Gar nicht mal so schlecht. Gar nicht mal so schlecht. Und so haben wir wenigstens schon mal hier den Hami um 800.000 Gold und Elix erleichtert und um ein bisschen Dunkles. Das muss ich auch machen. Aber er spielt, glaube ich, auch gar nicht. Und ich glaube, ich bekomme auch jetzt erst an. Den Ligazeichen hatte ich, glaube ich, schon. Und Okay. Aber damit haben wir jetzt schon mal die ersten 60 drin. Und wenn ihr das mal so ausrechnet, 30 Tage mal 60 Punkte, dann muss man eigentlich gar nicht mehr so viel machen hier, was die Sachen angeht. Den habe ich leider nicht. Und den bilde ich auch im Moment nicht aus. Aber hier fehlt mir auch so ein bisschen, ja, also nicht nur hier, sondern auch bei den normalen Events fehlt mir so ein bisschen die Dynamik hier. Cool wäre doch mal so mitten am Tag so ein Event zu machen, so ein ganz dynamisches Event, so von, was weiß ich, ich nenne mal ein ganz doofes Beispiel, 16 Uhr nachmittags bis 20 Uhr abends hier irgendwo so ein Spielchen reinzubringen, nur genau für diese Zeit, ich sag mal so in der High-Phase des Spiels und also jetzt zumindest für uns deutsche Spieler, denke ich mal.
Und das fände ich mal eine coole Sache. Hier kann man das eher schlecht machen im Pass. Da arbeitet man das immer ganz, ganz brav ab, was hier so ist. Und kriegt ja auch immer die Krise, was hier so ist. 7-mal Sternbonus im Heimatdorf, das ist fast ein No-Go für mich. Weil ich immer nur meinen Tagesangriff im Heimatdorf mache, aber nie hier auch mal full mache. Ich meine, müsste ich jetzt ja full machen, ne? Ja, da muss ich so lange angreifen, bis ich auch 3-mal gewonnen habe da. Und das sind so Sachen da, wie gesagt, fehlt mir im Moment die Motivation. Aber ich habe wenigstens den Fehler nicht gemacht, dass ich mal gespendet habe, ohne dass ich mir beziehungsweise gespendet habe, ohne dass ich den ein Gem-Bonus hatte. Denn das ist mir die letzten Monate jedes Mal passiert. Ich hoffe, das passiert euch nicht. Ja, wir haben gestern leider auch nicht gestreamt. Es sollte ja ein bisschen Clash Royale gestreamt werden, aber das Ganze fiel aus. Auch da war die Resonanz eher mau und da hätte sich das nicht so wirklich gelohnt, sich hinzusetzen, um was zu zeigen, was eigentlich gar nicht ist. Aber ich zeige euch natürlich wieder ein bisschen was in dieser Woche und ich gelobe Besserung und versuche jetzt erstmal irgendwo, ich halte auch schon Ausschau danach, meine Motivation wieder einzufangen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, Leute. Haltet die Ohren steif und bleibt gesund. Bis dahin, euer Toto. Flasht.